Januar und Februar. Deutschlandweite Streiks bei Coca-Cola. März und April 2013. Wir sind erneut im Warnstreikmodus, zum Beispiel in norddeutschen Brauereien. Mai 2013. 91 Burger King-Filialen wechseln den Besitzer. Es kommt zu massenhaften Verstößen gegen das Arbeitsrecht und einem Hygieneskandal. Juni 2013. Wir rufen zu Warnstreiks in der Süßwarenindustrie auf. September 2013. Warnstreiks in der bayerischen Milchwirtschaft. November 2013. Auf dem 16. ordentlichen Gewerkschaftstag in Berlin wählen wir eine neue Spitze. Mai bis September 2014. Wir bestreiken die Raststätten von Autogrill. August 2014. Der von uns durchgesetzte Branchenmindestlohn in der Fleischindustrie tritt in Kraft. Ein Erfolg, für den wir jahrelang hart gekämpft haben. Deutschland hat den Mindestlohn. Vor den Toren. Im Mai rufen wir zu Warnstreiks in der Süßwarenindustrie NRW auf. Einmal mehr gehören NGG-Mitglieder zu den großen Gewinnern beim Deutschen Betriebsrätepreis. Arbeitszeit braucht Grenzen. Wir kämpfen gegen die Aufweichung des Arbeitszeitgesetzes. 2015, die älteste Gewerkschaft Deutschlands feiert 150-jähriges Jubiläum. Unsere NGG hat eine spannende Geschichte, die sich wie jede Geschichte über eine Spanne von so vielen Jahrzehnten aus vielen kleinen Geschichten zusammensetzt. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Jubiläum. 150 Jahre, das muss man erstmal hinkriegen. August 2015, Angela Merkel sagt, wir schaffen das. 10. Oktober 2015, mehr als 400.000 Menschen demonstrieren für einen gerechten Welthandel und gegen TTIP. Wir starten die Demografie-Initiative Faire Arbeit, gutes Leben. Die Milch macht's. Unsere Warnstreiks in der bayerischen Milchwirtschaft sind ein voller Erfolg. Gemeinsam kämpfen wir in Bayreuth gegen den Jobabbau bei British American Tobacco. Juni 2016, deutschlandweite Warnstreiks beim Caterer Eurest. April bis Juli. Unsere Warnstreikwelle trifft die Obst- und Gemüseindustrie in Mecklenburg-Vorpommern. Zeitgleich finden bundesweite Warnstreiks in der Zuckerindustrie statt. 23. Juni 2016. Die Briten entscheiden sich für den Brexit. Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. Wir starten unsere Initiative Lohngerechtigkeit, was uns zusteht. Unser Motto sagt schlicht und einfach eines aus: Wir wollen nichts Unmögliches, aber wir wollen das, was uns für unsere Arbeit zusteht. 8. November 2016. Donald Trump wird zum US-Präsidenten gewählt. Winter 2016. Wir machen mit einer provokativen Online-Kampagne auf Probleme in Gastgewerbe, Bäckerhandwerk und Fleischwirtschaft aufmerksam. Ich bin der böse Koch! Ich bin der böse Koch! Hast du verstanden? Du kennst die NGG nicht? Die NGG... Die muss man kennen. Deutschlandweite Warnstreiks und Aktionen bei McDonald's, Burger King, Starbucks und Co. We'll be right back.
Nichts geht mehr bei Coca-Cola. Im Frühjahr 2017 führen wir deutschlandweit Warnstreiks durch. Wechsel an der Spitze. Guido Zeitler folgt auf Burkhard Siebert. Ab Mai 2017 Warnstreiks beim Deutschen Milchkontor in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Gutes Essen gibt's nur mit guter Arbeit. Wir veranstalten die erste lebensmittelpolitische Konferenz.